Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du dir wieder ein Video von mir anschaust. Lumina Neo hat in seinem neuen Update die Möglichkeit gegeben, mit Stempeln und Klonen zu arbeiten. Und vielleicht fragst du dich, Stempeln und Klonen, wie sieht das aus in Lumina Neo? Was bringt mir das? Wofür kann ich das nutzen? Mein Name ist Stefan. Und in diesem Video zeige ich dir, wie ich das Tool benutze. Für das Klonentool mal zu präsentieren, habe ich diese Aufnahme genommen. Das sind durchgeschnittene Paprika. Da habe ich die so mit so Zahnstochern so aufgestellt. Und hier unten waren auch noch Zahnstocher drin, wo das drauf gestanden hat. Die habe ich aber schon weggemacht, damit man jetzt nicht zu viel hat, weil es geht ja letztendlich nur ums Prinzip. Was soll das? Es geht mir darum, ich wollte jetzt hier noch mit einem Overlay so ein Messer rein, dass es so aussieht, als ob das so in der Luft zerschnitten ist. Das ist einfach so ein bisschen experimentell und eignet sich aber, glaube ich, für das Thema Klonen ganz gut. Denn es geht ja darum, diese Zahnstocher wegzubekommen und zwar so, dass es aussieht, als ob da nie welche gewesen sind. Man kann das jetzt mit dem Klonen-Tool machen, indem man hier auf Klonen geht und steht hier klicken, um die Quelle festzulegen, was nicht bedeutet, dass ich jetzt hier drauf klicken muss, sondern ich muss irgendwo ins Bild klicken, wo ich der Meinung bin, das ist die Quelle. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier dieses Graue, dann passe ich die Größe an. Ich mache mal ein bisschen mehr, nee, die Weichheit lassen wir mal so, aber die Größe so. Mal noch ein bisschen kleiner und dann gehen wir in das Bild auch noch weiter rein. So. Und jetzt male ich hier so drüber und jetzt nimmt er das von der Quelle und malt das da drüber. Und damit ist der erste Teil vom Stiel schon verschwunden. Jetzt möchte ich die Quelle anders setzen. Da muss ich die Alt-Taste drücken. Und mit gedrückter Alt-Taste kann ich mir dann eine neue Quelle aussuchen und mache hier mit dem Stiel dasselbe. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich da nicht zu weit unten dran komme. Und was ich jetzt wichtig finde, ist, wenn man sich hier jetzt irgendwie vertut, dann kann man mit dem Rückgängigmachen hier nur das Komplette, was man bisher gemacht hat, rückgängig machen. Und um das zu vermeiden, würde ich immer dann, wenn ich so ein gutes Stück weiter bin, hingehen und das Klonen zumachen, das Klonen wieder aufmachen. Und wenn ich jetzt hier auf rückgängig machen gehe, machen einfach mal irgendwas, was unsinnig ist, nehmen hier eine Quelle und machen mal so. Wenn ich jetzt auf rückgängig machen gehe, geht er bis zu dem Punkt zurück, bei dem ich vorher war. Die Änderungen werden ja hier gespeichert und am Ende stehen dann hier mehrmals Klonen drin, ne? Wie hier zum Beispiel, was ich rückgängig gemacht habe, das kann ich dann noch löschen. Und die einzelnen Klonvorgänge werden da dann aufgelistet und man kann so halt auch zwischendurch mal was rückgängig machen. So, jetzt nehmen wir als nächstes wieder eine Quelle. Erstmal gehen wir da noch mal ein bisschen näher rein. Nehmen hier das. Und das malen wir hier rüber. So, und da sieht man schon, da haben wir nämlich jetzt zu weit gegangen. Also machen wir das mal rückgängig. Wählen hier nochmal die Quelle. Und machen das Ganze. So, jetzt haben wir da oben noch so ein bisschen was von. So sieht es aber schon mal gut aus. Jetzt wähle ich das hier als Quelle. Gehe da drüber, gehe auf die andere Seite, nimm das hier als Quelle. Und jetzt gehen wir mal auf die komplette bildschirmfüllende Größe und dann sehen wir hier unten schon, so war das gut weg. So ist vorher, so ist jetzt. Und dann kümmern wir uns um oben das. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr gemeinsam zu machen. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden.
Man sucht sich irgendwo eine Quelle und die kopiert man irgendwo hin. Ist recht langwierig, aber was man natürlich auch machen könnte, ist ein anderer Weg, den zeige ich jetzt auch nochmal, indem man das nämlich mit Radieren kombiniert. Und dafür habe ich das jetzt erstmal alles wieder zurückgesetzt. Ihr seht, die Zahnstocher sind alle wieder da. Und ich gehe auf Radieren. Markiere hier einen Zahnstocher. Sage Radieren. Markiere den nächsten Zahnstocher. Sage Radieren. Und noch ein Zahnstocher. Radieren. So, und jetzt sehe ich ja schon, das Ergebnis ist jetzt nicht wirklich schön, weil er da natürlich Dinge weggemacht hat, irgendwas aus dem Rand dahin radiert hat, was da gar nicht hin muss. Aber ich habe mir jetzt hier dieses Radieren in der Mitte alles gespart, beziehungsweise das Klonen in der Mitte. Und jetzt kann ich ja hingehen und nur die Stellen, die er nicht sauber erkannt hat, klonen. Nimm hier ein Stück als Quelle und stempel das dahin. Nimm von der anderen Seite ein Stück als Quelle und hier hin. So, dann gucken wir uns das mal in der Komplettansicht an, an dem Bildschirm anpassen und dann sieht das soweit ganz gut aus. Vielleicht kann man da in dieser Ecke da noch ein bisschen was machen. Und jetzt gucken wir uns nochmal diesen dritten Zahnstocher da an, der da an der Stelle war, wo das ja auseinandergeklappt ist. Da hat das Radieren-Tool eigentlich schon gar nichts so schlecht gemacht, aber man kann vielleicht doch noch hier so ein bisschen verändern. So. Und was ich möchte, ist, dass es hier noch ein bisschen weiter auseinander geht. Dann nehme ich eine ganz kleine Größe und zoome mal ganz weit rein. Da lege als Quelle fest etwas grau. Und radiere hier von der Paprika was weg, damit einfach die Lücke dazwischen größer erscheint. Jetzt muss ich die Quelle wieder anders setzen, sonst komme ich zu sehr ans Rote dran. Das sieht jetzt alles recht groß aus. Wir müssen allerdings ja auch berücksichtigen, wir befinden uns gerade in einer 600-fachen Vergrößerung. Wenn wir dann nämlich jetzt hingehen und das an den Bildschirm anpassen, dann sieht es nämlich gar nicht mehr so aus. Aber man sieht schon, dass sich die Paprika da löst. So kann man das Klonenwerkzeug einsetzen. Ich finde es ganz gut, wenn man es in Kombination mit dem Radierenwerkzeug benutzt, weil einem das schon einiges an Arbeit dann erspart. Ja, ich hoffe, das Video war für dich hilfreich und nützlich. Wenn du Lumina Neo mal ausprobieren möchtest, Skylum bietet da eine 30 Tage Rückgabegarantie. Das heißt, wenn du über den Link, der hier in der Videobeschreibung drin ist, dir das Lumina kaufst, dann kannst du das ausgiebig testen und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es auch wieder zurückgeben. Ich sage jetzt aber erstmal tschö und bis zum nächsten Video. Thank you.